Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 3. Ja, was mache ich diese Folge? Habe ich jetzt ganz spontan planen müssen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich noch alles so groß machen soll. Denn ich schiebe ja immer gerne DLCs rein, um dem ein bisschen zu entfliehen und dann schon mal vorzuplanen. Aber die Planung ist wirklich nicht gerade einfach mittlerweile. Es gibt nicht mehr allzu viel... Oh, was? Ja, okay, die Frames geht gerade ein bisschen runter. Egal. Ja, ich gehe jetzt mal zu den Ruinen von Bethesda. Denn da gibt's was Feines, da gibt's nämlich noch eine Wackelpuppe, und zwar Dietrich. Und danach gehe ich vielleicht nochmal in die Yaoguai-Tunnels, da gibt's auch noch eine Wackelpuppe. Schauen wir einfach mal, oder? Ja. Ich würde sagen, ich gehe zum Schrottplatz, von da aus geht's eigentlich am schnellsten und da muss ich nicht irgendwie durch Gebiete durch, wo mir wahrscheinlich wieder irgendwelche Viecher auflauern. Habe ich nämlich überhaupt keine Lust drauf, so gerade. Ja, ich muss mal gucken, noch so ein paar Folgen. Ich möchte auf jeden Fall noch die... Oh, hi. Die Ausgestoßenen. Warum ist das so verdammt leise? Moment, ich muss mir das... Ich höre ja die Stimmen allgemein hier ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Das ist ziemlich bescheuert. Da vorne läuft schon einer, ein Yaoguai. Blöde Viecher. Ich mag die nicht. Aber ich habe mir mal eine andere Waffe mitgenommen. Ihr werdet überrascht sein. Die nutze ich ja so gut wie nie. Aber ich habe mir gedacht, ich habe sie noch gefunden. Das ist eine spezielle Waffe übrigens. Keine, die jetzt sehr stark overpowered ist, aber... Haha. So. Aber die ist eigentlich schon... Na, die ist eigentlich schon sehr overpowered hier, diese Magnum. Die ist so krass. Die Black Hawk von Agathas Mann. Nee, warte mal. Ich werde sie jetzt mal nutzen beim nächsten Gegner. Hihi. Weil die macht richtig Schaden. Ich glaube 100... Nee, 240 Schaden oder so. Frisst zwar Munition wie wahnsinnig, aber gerade von der Munition habe ich einiges, weil ich benutze die Waffe nie. Oh, seht mal das Washington Monument. Sieht man bis hierher sogar. Finde ich recht cool. Das ist so ein Wahrzeichen und da ist das Weiße Haus. Oder ist das das Parlament? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Wahrzeichen sieht man halt eben über weite Entfernung hinweg. Finde ich saugut. Geisterstadt. Ich finde das ja geil, so dieses Panorama ist immer Hammer. Oh Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich auf den vierten Teil freue. Bis er kommt, wird es wahrscheinlich noch ewig dauern. Aber das Let's Play dauert auch noch ewig hiervon. Und ich denke mal, wenn wir das irgendwie hinkriegen, wenn das machbar ist... Werde ich das vielleicht direkt im Anschluss zeigen? Je nachdem, auch wenn es jetzt noch 2 Jahre dauert. Ich weiß nicht, wie lange das Let's Play hier noch dauert. Sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich finde es gut. Also ich mag das Spiel sehr. Und es kann von mir aus noch ewig gehen. Nur Problem ist halt, mir gehen langsam, wie gesagt, ein ganz klein wenig die Sachen aus, die ich gerne zeigen möchte. Also ich bin immer gerne bereit, was zu zeigen, wenn ihr mir Tipps gebt. Und sagt, da und da gibt es was Gutes oder da gibt es ein tolles Event. Dass ich das auf jeden Fall meine Folge einbaue, weil... Ich habe ja gesagt, ich habe zwar sehr viel Zeit in diesem Spiel verbracht, aber nicht alles gesehen. So, ich glaube, jetzt bin ich außer Gefahr von den Pennern. Muss ja nicht sein, dass man sich immer mit denen anlegt. So, wo ist es denn? Ja, ich weiß gar nicht mehr, gab es hier viele Anspielungen oder so? Weil das heißt ja schon, das Bethesda-Gebäude und Bethesda ist ja auch der Publisher. Beziehungsweise in diesem Fall sogar Entwickler. Das muss doch... Da muss ja irgendwo der Eingang sein, wenn das hier das Gebäude ist. Hallo? Ich schnall's nicht so ganz. Hä? Warte mal. Achso, warum habe ich denn hier... Ja, warum habe ich denn hier die Anzeige, wenn da vorne das Gebäude erst ist? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh oh, da explodiert schon wieder was. Ey, der Kompass, der will mich gerade verarschen. Ich muss da vorne hin. Hier. So, entfernen. Blödes Teil. Zeigt mir hier das Gebäude an, aber das ist es ja nicht. Das ist nämlich ein höheres Haus. Das Gebäude von Bethesda. Na? Kann ich die überhaupt hier treffen? Komme ich da rüber? Was für ein Idiot legt sich auch schon mit einem Raider an. Ja, ein Idiot mit einer Magnum, der dir den Kopf wegballert. Oh, habe ich dir etwa gerade dann... Warte, komm. Stirb. Die sind irgendwie ein bisschen doof, kann das sein? Die machen gar nichts. Es ist so ein Großmaul, steht da vor mir mit einem Vorschlaghammer und sagt, welcher Idiot legt sich mit einem Raider an? Ja, ja. Was? Man verzieht die Waffe so dermaßen, ey. Ja, ja, komm. Nein! Doch. Warte. Jetzt zeige ich euch die Waffe. Das ist nämlich Rache, meine schöne Laser-Gatling. Oh, man, dieses ganze Explosions... Oh.
verzieht zwar wie Hölle, aber... Ich geb dir gleich Hackfleisch. Ey. Du Penner. So, seht ihr mal, was ihr davon habt. Das war jetzt zwar reichlich unelegant. Ja, das Wort suchte ich. Lass mich doch mal die Finger einsammeln, meine Güte. Ihr seid ja furchtbar. Ne, das brauche ich nicht mehr. Ich habe übrigens die Lincoln, das Lincoln Repartiergewehr. Das habe ich in den Schrank gelegt, weil ich mir gedacht habe, ich brauche es nicht mehr. Und mal sehen, ob sich das auch so dann, ne, zeigt, dass ich es wirklich nicht mehr brauche. Ist ja ein paar Penner. Was macht denn der da? Der macht Kniebeugen. Im Akkord. Oh, diese Knarre ist so bescheuert. Ich sag's euch. Nehme ich doch mal lieber die. Freunde der Sonne, es reicht. Es. Ey. Willst du mich verarschen? Du blöde Truller. Ab. Gib mir deinen Finger und halt die Schnauze. Ey, die sind so nervig gerade, die Raiders. Ach komm. Jetzt habe ich mir extra wieder 15 eiskalte Cola eingepackt und werde sie gleich wieder wegsaufen hier. Alter Schwede. Ey, von allen Seiten. Wie viele Raider gibt's denn hier? Das ist ja krank. So, dann nehme ich halt mal ein paar Stimpacks. Die heilen wenigstens jetzt richtig. Du Gesicht. Oh. Was? Willst du nicht langsam mal anfangen damit? So wie du aussiehst. So. So, die ganzen Jagdflinten könnt ihr euch von mir aus sonst wohin packen. Ist mir egal. Ah, furchtbar, die Typen. So, jetzt aber. Hier, Bethesda Büros West. Ich glaube, ich muss dann oben später über die Brücke, wo der andere mit dem Sniper saß. Aha, hier sind auch wieder welche. Hihi. Gehen wir mal verstohlen mit der Laser Gatling vor, oder? Ach nee. Ah, die Kaffeetasse. Ja, meine Maus spinnt in letzter Zeit. Ich glaube, das wird auch mal Zeit, dass ich mir eine neue besorge. Irgendwie habe ich die jetzt schon 6 Jahre. Ja. Und deswegen zuckelt die manchmal wahrscheinlich auch so rum. Na? Du bist tot. Wer ist tot? Du? Ja. Oh. Uiuiuiuiui, das ist ein Mark 7. Sieht man auch nicht alle Tage. Aber das hält auch nicht viel mehr aus als die anderen. Warte mal, gibt's hier noch mehr? Na toll, das hätte ich vielleicht erstmal betrachten sollen. Schützturmsteuerung, was ist das? Großes Buch der Wissenschaften. Ja, habe ich zwar schon auf Maximum, glaube ich, aber ist egal. Describe. Also beschreiben, describe. Wildfire? Nee. Purchase. Ah, kaufen was also. Purchase. Was haben wir? Achtung, keine Zieldaten. Ja, wir deaktivieren mal. Ich habe keinen Bock, die umzustellen. Dann schießen sie ja trotzdem noch auf mich. Auch ohne Zielparameter. Ich trinke nicht aus dem Klo. Mach ich mal automatisch. Und es klappt. Perfekt. Wäre auch ein bisschen komisch. Bei 85%. Ach ja, komm, die Lunchbox kannst du behalten. Ich suche ein Waschbecken. Ja. Und aus dem Klo trinke ich nicht. Weil ich glaube... Na, Cherry Bomb. Ich glaube, das gibt einem mehr Verstrahlung, als dass es heilt jetzt, oder? Oder? Ah, ja, gibt's. 5 Verstrahlung und nur 4 Lebenspunkte. Klowasser. Oh, warte mal. Der Typ, der sieht mich gar nicht. Ist der doof? Hallo. Lass mal stehen jetzt. Vielleicht kommt ja der mysteriöse Fremde und hilft mir, warte. So. Auf den Schädel. Ne, kommt er nicht. Aber wie ihr seht, ein Schuss in den Hinterkopf trennt den Kopf formschön ab. So wie das sein muss. Ah, was ein Quatsch. So. Ist ja alles ein bisschen übertrieben hier. Ein kleines bisschen. Wer hört da Musik? Ich mag nicht, dass ihr Musik hört. Puppel da in der Nase, habt ihr das gesehen? So. Was haben wir hier? Stimpack. Nein. Was ist das denn? Blutpakete, sehr gut. Die finde ich auch toll. Heilen recht viel. Ja. Ach, immer nur so Kleinkram. Packt mir doch mal richtig was rein, dass sich das lohnt, dass ich die alle ausnehme. Hä, wie? Das war's auf. Okay, dann gehe ich ganz hoch. Von mir aus. Was finde ich denn hier für eine Wackelpuppe? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich weiß nur, dass hier eine ist. Capital Wasteland. Ich guck nochmal kurz, weil es könnte sein, dass hier schon der Übergang ist, genau.
Da geht's ins andere Büro, aber ich möchte noch die Büros West durchsuchen. So, du Arsch, gib mir mal deine... Nicht die Millimeterpistole. Da hat er ja gar kein... Da hat er gar kein Heckenschützengewehr dabei, spinn ich? Ach, da liegt's. Ich hab's ihm aus der Hand geschossen. Hahaha. Ja, wenn man auf die Waffen schießt, gehen sie zwar kaputt. Also ziemlich schnell kaputt, nicht ganz. Aber dafür haben sie dann keine mehr. Oh, oh. Oh, oh. Was du für ein Penner? Hast du einen Flammenwerfer oder was? So. Sag mal, was ist denn schon wieder los? Ja, das ist, weil ich die INI nicht umgeschrieben habe. Dafür habe ich jetzt zwar manchmal so ein paar Frame-Einbrüche. Wollt ihr mich etwa hier verkohlen mit euren... Guck mal, wie viele das sind. Aber ich habe zumindest oft stabile Frames und es hängt sich nicht oft auf, das Spiel. Eigentlich gar nicht bisher. Es ist jetzt quasi wieder Vanilla, kann man sagen. Oh, ich mag die Musik. Aber ich kann sie nicht anlassen, tut mir leid. Ihr wisst ja, was passiert. So. Na, na, na. Ja. Ach, ich weiß nicht, oder? Nee, ich schmeiß den Flammenwerfer weg. Ich meine, bäh. Wiegt zu viel und ich finde die Waffe total blöd. Einfach nur... Was haben die hier gemacht? Haben die... Sind das auch Kannibalen? Ja gut, dass ich eurem Treiben ein Ende gesetzt habe. Ihr Penneres. Lackierpistole. Ich habe mir übrigens den Dings gekauft, endlich mal den... Warte mal, ich nehme das mal mit. Den Rocketwerfer. Das, da kann man einfach alles reinstopfen und kann's... Oh. Ja. Das ist schön. Warte mal, wenn ich jetzt da drauf gehe, die Waffen sind ja alle weg. Mit dem Rocketwerfer kann man alles Mögliche einfach wegsprengen. Nee, ich will... Warte mal, ich speichere, sonst... Ich weiß nicht, was passiert. Ich will eigentlich das Bouquet entschärfen. Na, kommst du da nicht ran? Sieht schon irgendwie komisch aus, ne? Jetzt irgendwo ein Druckschalter oder sowas? Ich hab den wohl übersehen, jetzt mal so ganz spontan. Na, na. Wo ist denn hier ein Druckschalter? Oder... Ach ja. Überall Zeug versteckt hier. Überall Fallen aufgebaut. Nee, scheinbar nicht, aber irgendwie müsste doch das Bouquet ausgelöst werden, oder? Also egal. Ich gehe jetzt erstmal ins andere Gebäude, da war das hier doch ein bisschen weniger, als ich dachte eigentlich, oder? Gibt's hier echt nichts mehr? Warte mal, im Kinderwagen vielleicht noch? Nö. Oh, die Bücher hätte ich jetzt auch beinahe wieder nicht mitgenommen, seht ihr mal. Heieieiei. Da kann ich da wieder schön in die Bibliothek und kann mir Zeug mitnehmen, aber erstmal ein bisschen gewichtlos werden. Nom nom nom. Nom. Das noch. Nudeln. Schmutziges Wasser. Nö, die will ich nicht. Vollobst. So. Zumindest ein bisschen was. So. Wollen wir mal schauen. Die Büros Ost, da gibt es dann, glaube ich, die Wackelpuppe, oder? Und wieder eine ganze Menge Raider. War ja irgendwie auch klar. Das war irgendwie klar. Erst mal ein bisschen umgucken. Hier ist keiner in der Richtung. Alles sauber. Oh, ja bitte. Endlich mal eine gescheite, intakte Wasserquelle, wo man sich nicht nur irgendwie Geschlechtskrankheiten ranholt. Ich weiß ja nicht. Uah. Aus Toiletten trinken. Nicht lecker. Ich brauche bei dem da. Ey, wie denn bitte? Ja, wahrscheinlich wegen dem blöden Mark 5 war's. Keine Ahnung. Hallo? Bist du dumm? Und tot. Dumm und tot. Schlechte Kombination. Aber eins führt unwahrscheinlich immer zum... wahrscheinlich immer zum anderen. Was? Was ist das nochmal? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht... Oh, warte mal, den Safe-Schlüssel. Ha. Beinahe übersehen. Ich weiß gar nicht, was das Buch mir gibt. Warte mal. Haben wir es denn? Nee, das müsste Hilfe sein. Ach, große Waffen. Ja. Okay, Geschützturm. Belohnt gibt's nicht. Repelled, zurückgeprallt, stumbled, gestolpert. Nee, warte mal. Stumbled. Hundertprozentig muss es das sein. So, schalten wir mal die Geschütze alle aus, wie immer. So. Hoppala. Ja, komisch, wenn ich jemanden in den Kopf schieße, hören sie es nicht. Aber wenn ich... Oh, seht mal, da ist er. Dietrich, sehr gut.
Streben Sie immer nach dem Unerreichbaren. Ja, das sowieso. Wenn ich jemanden in den Kopf schieße, dann kriegen sie das nicht mit. Aber wenn ich irgendwo in die Luft schieße, dann... Genau, dann passiert das hier. Okay, ist ihnen egal. So, dann haben wir den Kronkorken. Ja, nichts Gescheites. Ey, weißt du, das ist ein Safe. Das ist nicht ein Spind, in dem man irgendeinen Mist legt. Mal ehrlich. So wie hier. Na gut. Hätte jetzt gepasst, hätte es vom Wert ungefähr dasselbe enthalten wie der Safe. Aber dem ist ja nicht so gewesen. Was schwimmt denn da alles? Schmutzige... Was? Ach, da liegt drunter. Schmutziges Wasser in der Badewanne. Lecker, lecker, lecker. Nichts Brauchbares. Ah, ja, das ist gut. Die habe ich immer gerne, die Schuss. Was ist das? Ledergürtel. Ich bräuchte einen Staubsauger. Ja, so komisch es anhört, ich zeige es euch. Rocketwerfer. Braucht einen Staubsauger, Laubbläser, Löschschlauch, Spritzer und elektrischer Leiter. Warum habe ich dann die Lackierpistole mitgenommen? Staubsauger, Laubbläser. Laubbläser habe ich doch eingesteckt, oder nicht? Löschschlauch, Spritzdüse finde ich in Feuerkästen und elektrische Leiter. Das ist das einer zum Beispiel. Warte mal. Ich will es euch gerne mal zeigen, obwohl ich das Ding nicht nutzen werde. Dampfanzeige brauche ich nicht. Haha. Lackierpistole brauche ich nicht. Der Plan, der geht ja nicht. Egal wie oft ich draufklick, leider. Wunderkleber brauche ich nicht. Zerbeulte Blechdose brauche ich nicht. Warum habe ich denn Zerbeulten? Egal. Egal. So. Nee, dann, gibt es hier irgendwo einen Feuerkasten? Bestimmt auf dem Stockwerk noch. Werde ich ja dann sehen. Da. Seht ihr? Da ist er schon. Und da ist hundertprozentig eine Löschschlauch-Spritzdüse drinnen. Umständliches Wort, wenn man so überlegt. Na? Ihr seid doch hier. Geht's zu, Penner. Ah, du Penner. Na, was macht der denn? Macht ihr einen auf Matrix oder was? Oh, immer dieses Ruckeln auf einmal, wenn ich in Watz gehe. Nochmal, komm. Oh, jetzt duckt er sich, komm. Ja, ist klar, genau. Hast du gut gemacht. Der hat auch Watz. So, kriegst du halt was in den Sack. So, was haben wir hier? Oh, das Rote, das ist auch ein Buch. Chinesische Armee. Raketen. Okay. Ich weiß gar nicht, war hier sonst noch was? Das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, dass im Gebäude von Bethesda nichts Besonderes drin ist, sondern einfach nur Raider. Und die sind wirklich nicht besonders, glaubt mir. Die halten sich nur für was Besonderes. Hm. Och Mann. Finde ich jetzt schade. Leere Flasche. Oh. Ich möchte gerne die Pfeile, danke. Oh, Meiler Kuchen. Lecker, lecker. Fleischlicher Kuchen. Ja, hab ich schon Muni. Könnt ihr das nicht irgendwie in Munitionskisten lagern und hier nur Abfall drin haben, dass ich nicht jedes Mal die Dinge untersuchen muss? Oh. Was? Warum? Achso, das ist nur ein Plakat, was da drüber liegt. Ich dachte, das wäre was zum Aufheben. Zuckerbomben, Fleisch und Bohnen. Stelle ich mir auch nicht so eklig vor, wie es sich anhört. Also, Fleisch und Bohnen. Na, warum mache ich das schon wieder? Warum stecke ich Wunderkleber ein? Wonderglue. Weg damit. Hört sich bestimmt... Also schmeckt bestimmt gar nicht mal so schlecht, wollte ich sagen. Hätte ich mal Bock drauf, das zu probieren. Genauso wie Fallobst würde ich auch gerne mal probieren. Aber wird wohl nie passieren, denke ich. So, hier geht's... Waschbecken, Waschbecken. Jap, sehr gut. So, erstmal ein bisschen trinken. Lecker Gesundheit. So. Alles klar. Was haben wir noch hier? Ja, immer derselbe Tant. Und überall haben sie Alk rumliegen. Ich meine... Wie hat sich das so lange gelagert? Oder wo haben die das aufgehoben? Ich meine, die Schluckspechte, die saufen das doch alles an einem Tag schon weg. Wer hat das neu destilliert und alles? Hm. Genauso die Kippen. Wer hier raucht, der wird schnell keine Freude mehr dran haben, weil... irgendwo doch eigentlich der Tabak aus sein müsste. Ja, Cola, genau, wunderbar. Wo geht's denn jetzt hier nochmal hin? Capital Wasteland. Was, das war's jetzt schon? Ach komm, nicht ernsthaft. Erzählt mir noch nichts. Warte mal, ich guck mal kurz.
Ja, nee, tatsächlich. Das ist hier gerade so ein kleines Gebäude. Puh. Nicht mehr irgendein kleines Easter Egg versteckt von wegen, ja hier, hier waren mal. Achso, da ging's rein, okay. Irgendwie waren hier mal tapfere, fleißige Leute, die was Großes kreiert haben und bla bla bla. Halt so Easter Egg-mäßig, wie man sich's vorstellt. Nö. Einfach nur zwei Doppelgebäude. Naja. Ich versteh's halt nicht. So, dann noch das, dann noch das. Ah, dann, ja, dann tut's mir leid. Haben wir halt nur eine Wackelpuppe gesammelt, diese Folge, so ziemlich. Finde ich ein bisschen schade. Schade, schade. Ah, ja, gut, dann gehen wir wenigstens noch zu Moira. Seht ihr das? Warte mal. Das hier? Seht ihr das, wenn's so wackelt? Ja, das ist meine Maus. Ich sag ja, die geht so langsam vor die Hunde. Das ist leider schade. Das ist so eine alte Logitech. MX518, glaube ich. Na. Hat sehr lange ihren Dienst getan, aber irgendwann wird's auch mal Zeit, ne? Irgendwann. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Sie können ihn ohne jede Gefahr einatmen. Genau. Ehrlich. Och, Moira, du bist die Beste. Was hast du denn alles Na für mich? klar doch. Was kann ich dir wieder andrehen, was ich nicht mehr brauche, aber du mir mit Freuden abkaufst? Hast du keine 556er? Ach komm. Warte mal, einen Staubsauger brauche ich. Oder doch, einen Laubbläser brauche ich noch. Hat sie noch einen Staubsauger? Staubsauger hat sie. Was brauche ich jetzt noch? Warte mal. Gute Jagd. Ja. Tschüss. Warte. Oh, ich bin bela überladen. Beladen, überladen. Ach, ich kann Rocket. Ah, cool, ich hatte alles. Warte mal, dann zeige ich euch den mal. Also nicht hier drin, denn das würde Moira nicht gerne sehen. Machen wir den, machen wir mal auf die 8. So. Oh, wussten Sie schon, dass der menschliche Körper... Ja, das erzählst du mir immer wieder. Schauen Sie... Gut. Ich will ihr... Ne, sie hat nur 94 Kronkorken. Och Mann, dann war ich ja schon vor kurzem erst bei ihr. Was braucht denn der Gatling-Laser, die Rache? Was braucht er denn? Elektronenladeanteil. Ja gut, kaufe ich die erstmal. Ach komm, kaufe ich die gleich mit. Was soll's? Ich glaube, die Kronkorkenmine habe ich ihr selbst verkauft. Maddox auch. Ach komm, ich kaufe mir noch. Das habe ich ja auch verkauft. Ich kaufe mir noch die Stimpaks. Dann haben wir einiges beisammen. So, dann kriegst du von mir das. Du kriegst das. Du kriegst die zwei. Die kriegst du alle. Was haben wir noch? Schachtelfloppen. Raketen. Nee, das ist immer so meine Notration, wenn ich Geld brauche. Aber wann brauche ich das? Hahaha. Ach komm, die kriegst du. Ich brauche sie jetzt. Und hier auch, die Mini-Atombomben. Ey, wenn ich die. Warte mal, ich verkaufe mal zwei. Zack. Und schon habe ich wieder fett Plus gemacht. Komm, eine kriegst du noch. Zack. Nee, nicht abbrechen, um Gottes Willen. Gute Jagd. Muss ich alles nochmal machen. So, Rocketwerfer. Ich habe keinen Kram dabei, kann das sein? Da kann man nämlich irgendeinen Kram rein. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt. Ja, das ist nett. Ich möchte, dass Sie. Ja. Danke, vielen Dank. Danke. So. Ja, warte mal, ich habe in meinem Haus wahrscheinlich eine Menge Kram rumliegen. Deswegen gehe ich da mal schnell hin. Hol schon mal den Rocketwerfer raus. Der ist übrigens ganz lustig. Hallo? Rocketwerfer, danke. Ihr seht, der hat keinen Schuss, aber das hat einen besonderen Grund. Ich mach Wunderkleber, die leere Brauseflasche, eine Gabel. Kann man alles reinladen, das ist das Schöne. Ich weiß noch nicht mehr genau, wie das funktioniert, aber das werden wir gleich haben. Ein Hammer. Na, nix. Ich will den Schraubenschlüssel. Ich will den Hammer. Kann ich den ganzen nutzlosen Schrott einfach da reinstecken? Eine Kochplatte. Was haben wir noch? Eine Tasse. Ein kleines Buch, eine Blechbüchse, ein Spachtel. Ich glaube, das kann man wirklich alles rein. So, jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich das jetzt? Rocketwerfer und jetzt mache ich das mit Sonstiges. Nee. Ach so, genau. Ich drücke R und dann kann ich nachladen. Dann mache ich hier die Blechdose, Gabel, grüner Teller, Hammer. So, wartet mal, das wird ja extrem lustig. Schraubenschlüssel, Spachtel. Wunderkleber. So, jetzt habe ich 13 Munition. Ich find's total ulkig. Warte. Warte, warte. Ach so, noch was vergessen. Ah, ja. Ja, komm. Erstmal hoch an den Kühlschrank. Ich will erstmal meine Nuka-Cola noch rein tun. Ja. Ich weiß nicht, soll ich sie rausholen? Ich hab nur noch 19. Nee, aber ich habe zu viel Gewicht. Ah. Gehst du raus. So. Ah, dann will ich da erstmal noch ganz kurz aufräumen, ein bisschen.
Oh, ich habe noch einen Gatling-Laser dabei. Machen wir das gleich so. Faust des Freundes kann ich nicht. Das Scharfschützengewehr. Seht ihr, das war kaputt, das Heckenschützengewehr, weil ich dem anderen aus den Händen geschossen habe, wie ich sagte. Wie ich dachte. Nee, komm, das lassen wir mal. Warum habe ich die dabei? 32er. Weg. Schmeiß ich gleich weg hier, den Mist. Ich bin immer noch so schwer beladen. Irgendwas habe ich dabei, was noch richtig verdammt schwer ist einfach. Na egal. Ich will euch ja noch was zeigen. Das macht zwar nicht viel Schaden, das Teil. Was macht denn das? Rocketwerfer. 32. Ja, ist okay. Ich sag mal, für so eine Fun-Waffe, die kann man ja sehr früh im Spiel schon kriegen, eigentlich von Moira. Dann gehe ich gleich zu den Yao-Guai-Tunnels. In der nächsten Folge. Dafür ist es ganz witzig. Also dafür, dass es einfach alles, was man hat an Mist. Warte mal, da muss ich nach Westen. Alles, was man da an Mist mit sich rumschleppt, das kann man einfach hier reinhauen und gut. Komm, ich raste erst nochmal ein bisschen. Was mache ich drinnen? Gibt's vielleicht wieder Kakis oder so? Kakerlaken? Nee. Oder Maulwurfsratten waren es ja. Machen wir mal 10 Stunden bis 8. Dann ist es wieder hell und dann hat das und da hat das den Effekt. Aber das Schöne ist sogar, man schießt wirklich auch das raus, was man da reingeladen hat. Das sieht man dann auch. Finde ich total geil einfach nur. Ach, den habe ich schon leer. Schade. Also, oh, ich dachte, da sind wieder die Yao Guai, aber das waren die Toten, die ich da geplättet habe. Oh, jetzt regnet es gleich wieder. Da vorne ein Riesenskorpion. Warte mal, den werde ich erstmal verkrüppeln. Sonst wird der nämlich noch gefährlich. Da habe ich keinen Bock drauf. Haha, getroffen, getroffen. So, jetzt kommt er. Komm, du Sau. Komm mal, Achtung. Das Buch. Der Teller. Ja, stirb, stirb, stirb. Du Sau. Ich find's geil. Bam, die Cola-Flasche. Ja, man kann halt echt alles reinladen. Ist halt wirklich nur so ein Gag, finde ich. Also, man muss halt viel Schrott mit sich rumschleppen und das ist dann doch ein bisschen nervig, weil es wiegt ja alles was, ne? Normale Waffen, die Munition, die wiegt ja nichts. Und das ist dann schon viel schöner, finde ich. Als hier mit so einem Teil rumballern. Guck, wie viele Elektronendinger ich habe. Kann ich noch ewig ballern. Mache ich jetzt auch. Ja, ist halt ganz nett. Es gibt ja wirklich Leute, die sammeln alles ein, habe ich schon gesehen. Also wirklich alles. Jeden Mist, der irgendwie einen Kronkorken bringt. Und wenn man so ein Auge dafür hat oder beziehungsweise weiß, was ungefähr wert ist, dann muss man das gar nicht mehr tun. Aber anfangs habe ich das ehrlich gesagt auch gemacht. Ich habe komplett alle Schränke leergeräumt, die ich immer gefunden hatte. So wie man eben jetzt als dummen Vergleich bei Diablo. Leute, die halt weiße und graue Waffen aufsammeln. Sowas ist das. Man, wer es nicht kennt, Diablo, ja, das sind halt Gegenstände, die so gut wie gar nichts wert sind. Dann sollte man sich lieber auf magische oder besondere Sachen konzentrieren. Und hier sind die magischen Sachen eben sowas, was über 10 Kronkorken gibt, kann man sagen. Nee? So, als Vergleich. Ja, ich weiß, der Sound ist buggy von der Laser Gatling. Ist mir aber egal. Ist eigentlich eine ganz nette Waffe. Ich weiß gar nicht, Energiewaffen habe ich noch gar nicht so hoch. Ja, ich gucke schon wieder im Menü. Ich weiß, wir sind viel im Menü, diese Folge. Aber Energiewaffen, ja, geht. Mache ich beim nächsten Level-Up dann auf 100 Länge, denke ich mal. Und dann mache ich mal Nahkampf, beziehungsweise Nahkampfwaffen. Nicht waffenlos, gibt's ja auch noch. Da haben ja schon einige drauf gepocht. Und dann werde ich mal schauen, dass ich auch noch die Rezepte sammle. Unter anderem vielleicht auch den Todeskrallenhandschuh. Ja, soll ja mitunter die beste Nahkampfwaffe sein. Was ich jetzt nicht finde, da zum Beispiel die Faust des Freundes in meinen Augen richtig krass stark ist. Dafür, dass sie so schnell zuhauen kann. Seht mal. Und ich kann auch einen Powerschlag machen. So einen. Genau, so einen. Oh, sag mal. Ach, der ist tot. Ha, ich dachte, du schläfst. Pech gehabt. Enklave-Arsch. Oh, da ist noch Munition. Ja, aber ich kann es ja mal nutzen, ne? Ich meine, die Todeskrallen-Dingens, die haut auch ganz schnell zu, aber ist jetzt nicht so meine Lieblingswaffe. Oh, Plasmamine. Aha. Ja, sowas ist zum Beispiel jetzt wieder ein magisches Item, sage ich jetzt mal. Wenn man es so im Vergleich setzen will. Weil dafür kriege ich auch wieder ganz schön viel Kohle. So, Yao Guai-Tunnels, da sind sie. Hm. Komme ich denn da hin? Hier rein, ne? Ja. Okay. Aber Leute, ich werde hier nicht mehr reingehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch die Folge. Und wenn nicht, einen Daumen runter. Sagt mir, was ich vielleicht verbessern kann daran. Vielleicht mal interessanten Content einbauen. Kommt nächste Folge. Mal sehen. Bis zum nächsten Mal, Leute, mit Fallout 3.